Sound leicht laut in dem Spiel. Hallo? 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 Hey, Bug-User! Hey! You're a Bug-User! Come out! Folgt mich! I'm professional Russian! Get out there! Hello! Hello! Das no! Okay. Der ist nicht durch die Wand geglitscht, da oben ist er. Da oben ist der Wandglitscher. Ach, da ist in die Wand reingebackt, Mann. Was ist denn das für ein Horst, ey? Guck mal, da oben ist er jetzt. Hey, du! Hey! Hello? Der Zombie. Irgendwie glitscht ja alles. Komm, wir gehen hier weg. Heute lasse ich dich nochmal leben. Aber morgen. Morgen wirst du sterben. Wow. Irgendwie glitscht es auch hier durch die Gegend. Komm, wir glitschen noch weiter. Er macht den Dance. What? Guck mal, der kann den Moonwalk vorwärts. Moonwalk, yeah. Komm, mach mal geile Dance Moves. Oh, guck mal, hier ist ein See. Lass mal ein bisschen trinken. Guck mal, es gibt eine Animation dafür sogar. Oh, I'm completely soaking. Okay, warte, dann machst du ja nichts. Okay, dann kann ich auch ein bisschen mich hinlegen. Blub. Oh, guck mal, selbst die Tasche ist unter Wasser. Hallo. Kitschin. Machst du jetzt die Krabbe oder was? Kann ich sterben vom Wasser? Nee. Weiß es nicht. Hallo? 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 Okay, komm, wir gehen weiter. Alles klar. Ich muss sagen, das ist mir hier ein bisschen zu uncool. Wir gehen mal in die Stadt rein, gucken, was das ist. Und sonst werden wir ein bisschen über die Gamescom reden. Denn wir waren Donnerstag und Samstag auf der Gamescom in Köln. Und ich muss sagen, es war richtig geil. Es war einfach richtig bombastisch. Heute mit dabei der Paddy, der hinter mir läuft. Ich krieg dich. Du hast eine Waffe, das ist unfair. Und neben mir sitzt der Kevin. Hallo Kevin! Hallo! Kann sein, dass du ein bisschen näher kommen musst. Ich weiß nicht, wie das meine Lautstärke ist. No. Hallo! Oh, jetzt war Kevin etwas lauter. Ja, das ist uncool, wenn du übersteuerst. Ja, Gamescom, wir waren Donnerstag da, richtig viele Leute getroffen. Wir waren Samstag da, noch mehr Leute getroffen. Und es war einfach nur genial. Also, es waren zum Teil auch coole Spiele da. Ich muss sagen, nicht so coole Spiele wie letztes Jahr. Leider kein DayZ da gewesen. Demon Hall war zwar da, ist aber nur durch die Gegend gelatscht. Also, der war im Businessbereich, hatte keinen eigenen Stand. Aber was hätte auch DayZ bringen können, ne? Ich meine, selbst Landwirtschaftssimulator hat schon Autos, aber wollen wir nicht drüber reden. H1Z1 leider nicht da gewesen. Left 4 Dead war leider auch nicht da gewesen. Aber dafür eine Menge andere coole Games. Es war Borderlands da. Es war Dead Island 2 da, was sehr geil aussah. Aber noch ziemlich weiter. Es war eine Beta, hat man gesehen, die nur für die Gamescom erstellt worden ist. Die man dort aber schon anspielen konnte. Sonst konnte man sehr viele Spiele spielen, wie zum Beispiel Heroes of the Storm, das neue WoW-Add-on, die ganzen neuen Call of Duty-Sachen, die sogar eigentlich ganz cool aussahen. So, wenn ich im Nachhinein nachdenke, sah das eigentlich ganz cool aus. Also, das Call of Duty sah etwas neuer aus, ein paar neue Moves, wieder so mehr Call of Duty 4-mäßig, also Modern Warfare 1, für die Leute, die das nicht kennen. Musste man mal testen. Wir haben da selber nichts angespielt. Dieses Jahr nicht. Wir haben uns mehr ein bisschen um Business gekümmert, haben uns mit Rocket getroffen. Wird wahrscheinlich auch noch ein Video zu kommen. Fliege, verpiss dich. Und halt so viele Abonnenten getroffen und ganz viele andere YouTuber. Und ich muss. Das Geilste war immer noch, glaube ich. Also wirklich, alle Zuschauer waren richtig geil, die wir getroffen haben. Es waren alle, aber es gab einen, der war der Knüller schlechthin, das war der Tizian. Der Tizian, so heißt der. Und
der kam, ihr müsst euch vorstellen, wir waren so in der Halle 10.1, das war so, da war so eine Let's Player Bühne, also da waren sogar zwei Bühnen sozusagen, gab es einmal so eine Let's Meet Your, irgendwie so eine Meet Let's Player Bühne und dann gab es noch die Tube One Bühne, ne? Und wir waren in der Nähe von dieser Let's Player Bühne, waren gerade auf dem Weg nach oben. Und dann kam von oben von der Rolltreppe, kam der so entlang geschossen, hat so alle daneben, so also vor sich weggeschubst. Und ja, also einfach so geil. Und dann kam der, haben wir mit dem geredet. Aber der kam wirklich so einfach runter getrampelt, hat alle so von der Rolltreppe runtergeschubst. Bist du das hier oben? Ja. Okay. Also den habe ich, Tizian, ich habe dich mega gefeiert. Aber sonst haben wir sehr viele coole Leute getroffen. Dante, Lisa. So viele Zuschauer, Agent Wurst haben wir eben, den wir auch hier in Teamspeak eben nochmal geredet haben, war da. Abriolol hat mich sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen. Also so viele Leute. Und ja, natürlich auch andere YouTuber. Wir haben mit Tudu sehr viel abgehangen. Tudu, echt cooler Typ, der Stefan. Wen haben wir noch gesehen? Mit den Peaksmeet-Leuten haben wir gesehen, die den haben wir auch alles gesehen. Das waren einfach so viele. Mr. More Games war da. Es waren so viele Let's Player. Es waren so viele andere YouTuber. Bibis Beauty Palace haben wir auch gesehen. Mit Moonday habe ich mich unterhalten. Mit wem haben wir uns noch alles unterhalten? Captain Skuma haben wir getroffen. Ja, war ganz cool. Und Kevin, was haben wir noch so zu erzählen von der Gamescom? Hast du schon recht viel erzählt, vor allem, wem wir so alles getroffen haben. Für mich war heute auch eines der Highlights, dass wir das Abo-Treffen gemacht haben mit den ganzen Leuten. Das war echt cool, wie viele dann auf uns zukamen und mit uns einfach mal ein bisschen gequatscht haben. Für mich persönlich das Highlight war natürlich Dante, der mir Katzenöhrchen geschenkt hat. Warte ganz kurz. Perry, ich habe dir eine Bandage hingelegt, bevor du dafür blutest. Vielen Dank. Mit denen ich noch den Rest des Tages rumgelaufen bin. Also ich habe mich echt gefreut, so viel positive Resonanz zu kriegen und so viele coole Leute zu treffen, halt auch mit den YouTubern rumzuhängen. Und wir haben uns halt auch wirklich heute mal die Zeit genommen, sind echt ganz in Ruhe über die Gamescom gegangen, haben uns alles mal angeguckt. Mein persönliches Highlight oder auch Highlight für dieses Jahr wird wahrscheinlich, ich hoffe, es ist keine Enttäuschung, The Crew werden. Da freue ich mich schon riesig drauf. Das ist ja dieses Open-World-Rennspiel, was in den USA spielt. Hat so ein bisschen was von GTA, nur ohne Waffen, so wie halt Standalone ohne Autos. Das war so mein Highlight. Habe ich mich jetzt aber nicht für angestellt, um es anzuspielen, sondern ich habe mir so ein bisschen angeguckt, was auf der Leinwand zu sehen ist. Und sonst muss ich sagen, von den Spielen her waren es eher so Sachen, die man sogar schon letztes Jahr von der E3 kannte, was halt spielbar war und wofür halt die meisten Stände auf waren. Was ich auch richtig cool fand, war in der einen Etage, da gab es so Retro-Konsolen. Da gab es dann auch so wirklich den alten Super Nintendo oder die 64 und sowas, wo die Leute wirklich so ganz, ganz gechillt auf irgend so Sitzkissen oder so Sesseln saßen und da zu zweit oder zu viert gezockt haben. Das fand ich ziemlich cool. Und halt auch viele, viele Bekannte getroffen, die man halt sonst immer nur auf dem Teamspeak gehört hat. Das war so das, was ich auf jeden Fall mitnehme. Worauf ich mich auch das nächste Mal freue. Genau, also für uns war halt es extrem wichtig, die Leute, die uns immer supporten, die uns immer zuschauen, einfach mal wieder persönlich kennenzulernen. Viele auch alte Gesichter, die ich schon letztes Jahr getroffen habe, waren auch dabei. Auch zum Teil sogar mit denselben T-Shirts, wo wir mal unterschrieben haben. Fand ich ganz cool und es war einfach nur genial. Perry war auch Donnerstag. Oh, ich muss nämlich auch essen. Ich habe mir leider nichts, oder? Doch, ich habe was. Ich kann es sogar jetzt aufmachen. Nein, ich kann es nicht aufmachen. Kann ich mit einem Baseballschläger das aufmachen? Nee. Hast du Angst, das mal eine Dose aufzumachen? Ja. Kannst du mir die mal hier aufmachen? Weil der Perry war Donnerstag mit uns. Wie hat es dir denn gefallen, Perry? Oh, ich fand es auch sehr schön.
Ich wäre ja nur Donnerstag da, aber dafür habe ich auch sehr viel gesehen, so, habe endlich mich und Kevin mal im Real Life getroffen, so. Wir kannten uns vorher auch noch nicht. Konnte ich jetzt auch mal schön drücken. War echt schön, so. Ja, ist auf jeden Fall ich selbst habe ja auch nichts angespielt. Das ist auf jeden Fall cool, mal einfach die Leute, die man sonst nur hört, dass man auch Gesichter dazu sieht. Also das ist ganz cool und es hat mega viel Spaß gemacht. Von mir aus könnte es jeden Tag eine Gamescom geben. Oh, das machen meine Füße nicht mit. Ja. Ach, da gewöhnt man sich dran. Aber ich muss sagen, also es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich würde es jederzeit immer wieder gern machen. Wir waren überall da, also wir waren auch in allen Hallen, es gab da League of Legends Hallen, da gab es eine Halle, da gab es alleine vier League of Legends Bühnen, es gab die ESL-Ecke, wo Counter-Strike gespielt wurde, also dieses ESL-One-Turnier, hat auch mega Spaß gemacht, konnte man leider nicht zugucken, weil die Sachen waren alle voll. Ich hätte gerne mal das ein oder andere Game gesehen, aber dafür hatten wir einfach gar keine Zeit, weil wir immer unterwegs waren, einfach. Also ich bin ein Fan von der Gamescom. Es war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich habe es ja schon mehrmals durchgemacht, deswegen einfach super geil, super, super geil. Perry, lass uns mal Richtung da lang gehen. Richtung Stadion Novisa. Ich muss sagen, ich bin vom Nordost Airfield nicht so begeistert. Da sieht ziemlich so am, oder die sind zurzeit am Umbauen. Hier sind ja einige Städte dazugekommen. Und ich muss sagen, Ja. Fehlt mir etwas. Und es hat endlich aufgehört zu regnen. Yay! Im Norden von Nordost-Elfie ist eine große Stadt, die ist geil. Okay. Ja, dann aber die ist sehr PvP-lastig. Mit Waffen und allem, oder? Nee, ich meine, da sind viele Schlange. Achso, ja. Ja, die haben ja jetzt. Die haben den Spawn jetzt nach Osten verlegt. Das ist das, was ich so gehört habe. Man spawnt jetzt nicht mehr so im Süden wie Kamenko und so, sondern man soll jetzt nur noch, oder so gut wie nur noch im Osten spawnen. Aber ich würde sagen, wir tun einfach die Waffen weg und laufen durch. Ich guck mal, ich bin jetzt nur noch durchnässt. Aber ich glaube, das macht ja noch nichts. Soll ja im Endgame soll es machen, dass man sich ziemlich schnell erkältet, wenn man die Kleidung nicht wäscht oder nicht am Feuer sitzen bleibt. Und inzwischen gibt es ja schon Feuer. Wir haben mit dem Dante zusammen im Livestream gespielt. Der hat uns ein paar neue Features gezeigt. Also es gibt jetzt... Oh, guck mal, hier war jemand und hat was fallen lassen. Eine Taschenlampe. Es gibt, man kann jetzt Feuer machen, man kann jetzt Fleisch grillen. Und das Fleisch grillen, das ist richtig geil gemacht. Das können wir mal machen. Ich weiß nicht, hast du ein Feuerzeug? Oder hast du Streichhölzer? Nee. Ich leider auch nicht. Aber ich kann es erzählen, wie das funktioniert. Und zwar muss man jetzt sozusagen eine Lagerfeuerstelle machen. Da macht man Feuer an. Da muss man das Fleisch rein tun. Da muss man das die ganze Zeit beobachten. Oder man muss nicht die ganze Zeit beobachten. Aber man muss schauen, dass es nicht zu lange drin bleibt. Weil sonst, also irgendwann gart das halt. Dann ist es gut durch. Und wenn das dann kurz danach ist, ist es auch verbrannt. Und wenn das einmal verbrannt ist, dann kann man es nicht mehr essen. Oder sollte man zumindest nicht mehr essen. Das finde ich ganz cool gemacht. Und das dauert dann auch. Wir haben, glaube ich, im Livestream 4-5 Minuten gewartet, bis das durch war. Also das ist echt ein bisschen realistischer jetzt alles gemacht worden. Es gibt Tiere, die man jagen kann, die wir hier leider nicht sehen. Der Regen wurde, glaube ich, noch nicht abgeändert, weil er ist extrem laut. Das ärgert ein bisschen. Ah, guck mal, da haben wir ein Tier. Da war so ein Schweinchen. Aber ich habe leider nicht mal ein Messer. Ich habe hier so einen Stromschlüssel, aber ob wir damit irgendwas machen können, weiß ich nicht. Können wir mal testen. Hallo. Und die Tiere, die laufen aber weg. Machen die bei der Mod nicht mehr. Komm her. Komm her. Das ist der Luca. Hallo? 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 Die laufen aber gut weg. Also. Ja, lockst du mir, lockst du mir. Schaffst du den? Komm, Perry. Nein, das läuft weg. Komm zurück. Hier, ja, acht auf ein Schwein. Das hat bessere Ausweichskills als so mancher menschlicher Spieler. Ja. Man sieht schon. Sind cool. Oh, Perry, die sind bei mir.
Sonst lass einfach mal weitergehen. Warte. Steht's. Es ist nicht so wackeln würde, ne? Das Visier. Und? Ah, jetzt umgekippt. Ah. Ich höre die Schüsse gar nicht, ne? Weil ich habe echt. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob es an meinem Spiel liegt oder irgendwie gibt es Waffen noch, die gar keine Sounds haben. Few Contents. Ja, gibt es leider noch nichts. Wir können nämlich nichts machen. Dann machen wir mal Leiche verstecken einfach. Wir werden dich in Ehren halten. Und jetzt weg mit dir. Weg mit dir. Du? Tarnung. Lol. Man sieht dich kaum. Camouflage. Schade, dass man auch Pelzen nicht so benutzen kann als Tarnung. Das wäre geil. Das wäre eine richtig geile Sache. Nein. Statt Gilly gibt's auch so Welt so. Yo Leute, danke erstmal fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch die letzte DayZ-Folge und unten den letzten DayZ Standalone Part. Haut rein!